Baku, glitzernde Hauptstadt Aserbaidschans am Kaspischen Meer. Austragungsort der Fußball-EM. Im politischen Zentrum der Macht, der Autokrat Ilham Aliyev. In seinem Land werden Menschenrechte buchstäblich mit Füßen getreten. Das ist eine klare Diktatur. In Europa versucht das Regime, sich mit Geld einen guten Ruf zu erkaufen. Und in Deutschland? Seit Anfang des Jahres fallen immer mehr Politiker mit ihren Verbindungen nach Aserbaidschan auf. Dabei haben sich deutsche Politiker schon lange für das Regime eingesetzt. Anscheinend ohne Skrupel. Ich fühle mich einfach weder korrumpiert noch korrupt. Wie weit reicht der lange Arm des Autokraten Aliyev? Waren deutsche Politiker käuflich? Und was bedeutet das für die Menschen in Aserbaidschan? Auf dem Weg nach Aserbaidschan. Nach langem Kampf mit den Behörden dürfen wir einreisen. Das Zentrum von Baku präsentiert sich als hochmoderne Metropole. Prunkbauten und Glaspaläste dominieren das Bild. Geld spielt offenbar keine Rolle. Überall wird gebaut. Vor allem in die Höhe. Das Geld stammt vor allem aus dem Öl- und Gasgeschäft. Beispielhaft dafür die 180 Meter hohen Flame Towers. Sie sollen lodernde Flammen darstellen im Land des Feuers. Gleich daneben der Regierungssitz von Präsident Aliyev. Das Gebäude darf offiziell nicht mal gefilmt werden. In Aserbaidschan ist vieles anders, vor allem was Freiheiten und demokratische Standards angeht. Wir treffen die Aktivistin und Menschenrechtsanwältin Jala Bayramova. Nicht in einem der teuren Prunkbauten, sondern in einem heruntergekommenen Hinterhof. Hier hat sie ihr Büro. Wer die Regierung kritisiert, lebe gefährlich, erzählt sie uns. Dennoch hat sie mit ihrer Freundin Julnara schon mehrere Demonstrationen organisiert. Für die Rechte von Frauen und die von Schwulen und Lesben. Jala Bayramova führt derzeit zahlreiche Prozesse vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen das Regime. Wir sind nicht frei. Ich würde sogar sagen, wir sind das schlechteste Land in der Region. Vor allem, weil die Menschenrechtslage sehr schlecht ist. Zum Beispiel hat die Polizei 100 Transsexuelle, Lesben und Schwule ohne Grund auf offener Straße verhaftet. Die wurden misshandelt und haben Elektroschocks bekommen. Und dieser Fall liegt jetzt zur Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Aktivistinnen zeigen uns Videomaterial von einer Demo im Stadtzentrum von Baku vor einigen Wochen. Zu sehen ist, wie die beiden Frauen die Härte des Polizeiapparates zu spüren bekommen. Durch eine Übermacht an Polizei wurden sie schon nach wenigen Minuten festgenommen und abgeführt. Am Ende wurde die Anwältin regelrecht in die Polizeistation geworfen. Normalerweise würde man doch sagen, dass die Polizei dafür da ist, die Menschen zu beschützen. Aber in Aserbaidschan ist das genaue Gegenteil. Hier beschützt die Polizei das Regime vor den Menschen und vor den Demonstranten. Ortswechsel, Genf in der Schweiz. Hier treffen wir einen aserbaidschanischen Aktivisten, der sich in Sicherheit gebracht hat. Denn er ist schon vor Jahren aus Aserbaidschan geflohen. Emin Huseynov. Er hatte eine Organisation für Journalisten gegründet und berichtete selbst kritisch über Verhaftungen in seinem Heimatland und wurde damit zur Zielscheibe des Regimes. Er erinnert sich noch an eine Situation bei einer Filmvorführung von Studenten über Che Guevara. Nachdem die Polizei die Veranstaltung gesprengt hatte, sei er zusammen mit 25 anderen Teilnehmern aufs Polizeirevier gebracht worden. Er erzählt: Einer der Polizisten brachte eine Waffe und sagte, ich töte dich. Und ich sagte, du kannst mich nicht töten. Und dann schlug er mit der Waffe hinten auf meinen Kopf. Lange genug, dass ich bewusstlos wurde und dann 8 Stunden später wieder im Krankenhaus aufwachte. Über den Fall urteilt Jahre später der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Emin Huseynov wurde von der Polizei misshandelt. Das Regime musste ihm 20.000 Euro Entschädigung zahlen.
Er erzählt uns, dass er seit Jahren versucht, europäische Politiker auf die desolate Menschenrechtslage aufmerksam zu machen. Dafür reist er regelmäßig nach Straßburg in den Europarat. Auch schon zu der Zeit, als er noch in Aserbaidschan lebte. Ich glaube, in den ersten 3-4 Jahren war ich sehr naiv. Bis zu etwa 2012, da wurde mir klar, da stimmt etwas nicht. Straßburg, der Palais de l'Europe. Von hier aus überwacht der Europarat die Einhaltung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten. Nicht nur in Ländern der EU, sondern auch in Staaten wie Russland und eben auch Aserbaidschan. Nicht gerade lupenreine Demokratien. Welche Ziele verfolgt hier der autokratische Herrscher aus Baku? Bei unseren Recherchen stoßen wir auf ein Video. Ilham Aliyev, wie er sich beim Einzug in den Europarat inszeniert. 2012 kommt ein gravierender Verdacht auf. Aserbaidschan soll gezielt versuchen, Politiker im Europarat zu bestechen, mit Geld und teuren Geschenken. An ihn wenden sich Insider. Gerald Knaus leitet in Berlin eine unabhängige Denkfabrik, die regelmäßig europäische Regierungen über Menschenrechtsthemen informiert. Damals recherchierten er und seine Kollegen zur Lage in Aserbaidschan. Dass hier Leute Geld bekamen, Geschenke bekamen, Urlaub bezahlt wurde, mit Prostituierten bestochen wurden. Dass das möglich war in Straßburg und niemand das Gefühl hatte, wir müssen da jetzt unbedingt etwas machen, das hat mich echt schockiert. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Emin Husseinov. Er habe damals Beobachtungen gemacht, die ihm sehr befremdlich vorkamen. Einmal habe er im Europarat in Straßburg vor dem Plenarsaal zwei Männer beobachtet. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie ein aserbaidschanischer Abgeordneter auf dem Flur mit einem seiner Assistenten zusammensaß. Er öffnete seine Tasche und zog eine Liste raus und lange Briefumschläge, solche Umschläge, in die Banknoten reinpassen. Und ich habe genau gehört, was sie sprachen. Der Abgeordnete schaute auf seine Namensliste und sagte, wir haben denen doch schon gegeben, was sie wollten. Und sein Assistent sagte, da ist was vorgefallen. Wir müssen mehr geben. Ging es dabei um Bestechungsgeld? Beweisen konnte der Journalist das nicht. Anfang 2013 kommt es im Europarat zu einer denkwürdigen Sitzung. Der deutsche SPD-Abgeordnete Christoph Stresser bringt eine Resolution ins Plenum ein, die mit Aserbaidschan hart ins Gericht geht. Darin wird die Freilassung politischer Gefangener gefordert, doch die Resolution wird nach hitziger Debatte abgeschmettert. Christoph Stresser hatte damals mit unzähligen Experten und Menschenrechtsaktivisten gesprochen. Mit Widerständen hatte er gerechnet, doch die Niederlage kam für ihn überraschend. Und erst recht die Jubelausbrüche aserbaidschanischer Abgeordneter. Einer der bemerkenswertesten kam vom damaligen Leiter der Delegation Aserbaidschans, der aufsprang, sich zu Wort meldete auf Englisch: This is not the Council of Mr. Stresser, this is our Council of Europe. Der Europarat in den Händen Aserbaidschans. Kurze Zeit später stoßen italienische Finanzbehörden auf dubiose Geldflüsse eines italienischen Mitglieds des Europarats. Luca Volonté soll Geld aus Aserbaidschan erhalten haben. Mit Hilfe eines aserbaidschanischen Abgesandten soll das Regime Volonté mehr als 2 Millionen Euro zugeschanzt haben, getarnt als Beraterhonorar. E-Mails legen nahe, dass Volonté dafür Stimmen gegen die Stresser-Resolution organisierte. Wegen ausbleibender Zahlungen beschwerte er sich laut Ermittlern nur einige Tage nach der Abstimmung bei seinem aserbaidschanischen Kollegen. Du hast mich also vergessen nach deinem Sieg, Luca. Anfang dieses Jahres hat ihn ein Gericht in Mailand wegen Korruption zu 4 Jahren Haft verurteilt. Volonté hat Berufung eingelegt. Wegen des laufenden Verfahrens will er sich uns gegenüber nicht dazu äußern. Doch auch deutsche Politiker sollen Geld aus Aserbaidschan bekommen haben. Dabei fällt vor allem sein Name, Eduard Lindner. In den 90er Jahren war der CSU-Politiker unter Helmut Kohl Staatssekretär im Innenministerium. Später wurde er als Bundestagsabgeordneter in den Europarat entsandt. Nach vielen Telefonaten willigt der heute 76-Jährige ein, sich mit uns in seinem Privatbüro zu treffen.
Erstmals spricht er vor einer Kamera über die Vorwürfe gegen ihn und wie er begann, mit aserbaidschanischen Abgeordneten gemeinsame Interessen zu verfolgen. Für was man sich einsetzt? Ja, ganz einfach. Wir waren natürlich gemeinsam im zuständigen Ausschuss oder im Gremium, das sich damit befasst hat. Und da kommt man natürlich ins Gespräch. Das ist ganz zwangsläufig. Er beteuert, sein Engagement für Aserbaidschan habe auch den Interessen Deutschlands gedient. Das ist Aserbaidschan natürlich ein außergewöhnlich interessanter Bereich der Welt. Seidenstraße verläuft dort, die alte. Dann viel Gas und Öl mit einer jetzt Pipeline bis nach Italien. Das heißt also, das Interesse jetzt Europas und auch Deutschlands an Beziehungen zu Aserbaidschan ist sicher mit den Händen zu greifen und auch die Anstrengung wert gewesen, die wir da unternommen haben. Doch inzwischen steht er unter Korruptionsverdacht. Anfang vorigen Jahres wurden diese Räume hier von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Und darum geht es. Nach seiner politischen Karriere gründet Lindner mehrere Firmen. Einige davon direkt von regimenahen Organisationen finanziert. Über eine dänische Bank und vier Londoner Briefkastenfirmen soll das Geld nach Deutschland geflossen sein. Insgesamt, so die Ermittler, mehrere Millionen Euro. Sie sollen ja mehr als 4 Millionen Euro bekommen haben über diese Jahre. Was haben Sie mit diesem Geld gemacht? Ja, also es klingt immer so riesig, die Summe. Wir haben monatliche Zuwendungen bekommen und haben dafür ein teures Büro in Berlin im Regierungsviertel angemietet, ausgestattet, unterhalten, haben Personal eingestellt, sodass also im Endeffekt nicht allzu viel übrig geblieben ist. Und was ist sonst mit dem Geld aus Aserbaidschan passiert? Laut den Ermittlungen hat Lindner einen Teil davon weiter verteilt an andere Politiker. Auch sie hat Geld bekommen, die im März plötzlich verstorbene CDU-Politikerin Karin Strenz. 2017, Karin Strenz ist damals im Bundestagswahlkampf, Fototermin vor einem Lebensmittelgeschäft. Kurz zuvor hatte Report Mainz herausgefunden, 22.500 Euro bekam sie mittels Beratervertrag. Wir fragen nach. Danke. Sie können mich gerne nach der Bundestagswahl um ein Interview bitten. Dann treffen wir uns, so Gott will, in unserem Büro und dann sprechen wir miteinander. Sie haben ja für Herrn Lindner, also eine Firma von Eduard Lindner, als Beraterin gewirkt. Für was haben Sie denn das Geld bekommen? Es geht doch nur um die Frage, welche Gegenleistung haben Sie für das Geld erbracht von Herrn Lindner? Hat sie das Geld etwa für wohlwollendes Verhalten gegenüber dem Regime in Aserbaidschan bekommen? Uns fällt auf, wie intensiv sie damals ihre Beziehungen zu Aserbaidschan pflegt. Diese Bilder zeigen sie 2015 bei der Reise einer Bundestagsdelegation nach Baku. Sie versteht sich anscheinend bestens mit dem Autokraten Ilham Aliyev. Im Europarat stimmt sie sogar gegen die Freilassung politischer Gefangener in Aserbaidschan. Zudem fliegt sie als Wahlbeobachterin in das Land und bescheinigt dem Aliyev-Regime saubere Wahlen. Das, was ich heute kennengelernt habe und gesehen habe, ist meines Erachtens eine gute Wahl gewesen. Nach internationalen Standards ist nicht zu kritisieren. Interview geben. Wie kommt Karin Strenz damals zu ihrer Aussage? Unsere weiteren Recherchen zeigen, Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, kommen damals zu einem ganz anderen Ergebnis. Demnach seien die Wahlen weder frei noch demokratisch gewesen. Organisiert wurde Strenz' Wahlbeobachtung damals von privater Seite, nämlich von Eduard Lindner. Im Interview räumt er erstaunlich offen ein, Flüge, Unterkünfte, Spesen, alles sei damals vom Regime bezahlt worden. Diejenigen, die Sie da einladen, versprechen sich offenbar ein, wenn Sie wollen, überzeugenderes, objektiveres Bild, wenn mehrere beobachten und nicht nur einer. Und wir haben beobachtet und haben festgestellt, dass in den Wahllokalen am Wahltag Verstöße gravierender Art gegen die demokratischen Regeln für eine solche Wahl nicht festgestellt worden sind. Der Menschenrechtsbeauftragte der SPD, Frank Schwabe, hat als Mitglied des Europarats selbst an einer Wahlbeobachtung in Aserbaidschan mitgewirkt. In offizieller Mission, wohlgemerkt. Was sagt er zu den von Eduard Lindner organisierten privaten Wahlbeobachtungen? Es ist völlig klar, dass Aserbaidschan sich Wahlbeobachtungsmissionen kauft, um am Ende ein gutes Bild abzugeben, international, und das Gegenteil an Anschein zu erwecken, was in dem Land stattfindet.
Und sie bedienen sich europäischer Politikerinnen und Politiker, eben auch von Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Und das finde ich so ziemlich das Verwerflichste, was man machen kann. Inzwischen hat der Europarat die Vorwürfe wegen Bestechlichkeit von Abgeordneten durch eine externe Kommission untersuchen lassen. Ergebnis: gravierende Verstöße beteiligter Abgeordneter. Folgen: Hausverbote für Eduard Lindner und Karin Strenz. Deutsche Ermittlungsbehörden haben nun auch einen weiteren Politiker im Visier: den CDU-Bundestagsabgeordneten Axel E. Fischer. Er war mehrere Jahre der Leiter der deutschen Delegation im Europarat. Der aserbaidschanische Journalist Emin Huseynov ist Fischer mehrfach im Europarat begegnet. Er sagt, er habe den CDU-Politiker vor allem als jemanden erlebt, der die Aufklärung der Vorfälle behindert habe. Ich habe mit Herrn Fischer dutzende Male gesprochen. Wir wollten eine Anhörung haben, weil viele Leute aus der konservativen Fraktion mit schmutzigen Interessen zu tun hatten. Und sie arbeiteten ohne Scham als Lobbyisten im Europarat für die aserbaidschanische Regierung. Und er war immer auf deren Seite. Auch Axel E. Fischer war mehrfach in Aserbaidschan. Und es gibt den Verdacht, auch er habe Geld von Eduard Lindner bekommen. Also hat Herr Fischer von Ihnen Geld bekommen? Keine Ahnung. Also ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich muss da auf die Akten verweisen. Das ist jetzt so lange her. Und da gab es viel Zusammenarbeit und so weiter. Ob da Geld mal bezahlt worden ist für irgendeine Aktivität, kann ich Ihnen beim besten Willen jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. Also Axel Fischer war einer der wichtigsten Akteure in dieser Welt des Europarats. Die Vorstellung, dass Herrn Lindner entfallen ist, ob dieser Axel Fischer auch Geld bekam, ist nicht sehr glaubwürdig. Der Bundestag hat inzwischen die Immunität des CDU-Politikers aufgehoben. Gegen ihn wird wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit ermittelt. Wir bitten ihn schriftlich um ein Interview, doch das lehnt Fischer ab. Auch unseren Fragenkatalog lässt er unbeantwortet. Platz 194. Hier im Europarat saß Axel E. Fischer bis Anfang 2018. Jahrelang sollen er und andere deutsche Politiker also im Sinne Aserbaidschans agiert haben. Machthaber Ilham Aliyev nutzte all die Jahre die Entscheidungen im Europarat, um sich in ein gutes Licht zu stellen. So wie 2014, als er von einem Journalisten zu politischen Gefangenen in Aserbaidschan befragt wird. Es gab vergangenen Dezember eine große Diskussion im Europarat über das Thema und die Resolution dazu, die von einigen Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung initiiert wurde, scheiterte. Die Mehrheit der Versammlung hat die Resolution nicht unterstützt und daraus schließe ich, und das habe ich auch hier schon einmal vor der Europäischen Kommission gesagt, dass es keine politischen Gefangenen in Aserbaidschan gibt. Mitten in Deutschland treffen wir einen Mann, für den solche Worte wie Hohn klingen. Yafas Hasanov. In seiner Heimat hatte er als Korrespondent für einen amerikanischen Radiosender gearbeitet. Als er über Folter in aserbaidschanischen Gefängnissen recherchierte, wurde er von bewaffneten Geheimdienstagenten auf offener Straße entführt und in den benachbarten Iran verschleppt, erzählt er uns. Zuerst haben sie mich in den Iran abgeschoben und dann haben sie gedacht, dass ich wurde von dem iranischen Geheimdiensten verhaftet werden, dann hingerichtet. Nur durch eine List habe er entkommen können, erzählt er. Doch der Geheimdienst habe ihn immer wieder wegen seiner Recherchen bedroht und verprügelt. 2014 wird in einer Facebook-Gruppe sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Er erinnert sich noch genau an die Worte. Diese Gruppe ist gegen Journalisten Yafas Hasanov. Er ist Verrater. Er ist, das schreibt gegen unseren Staat, unsere Regierung und er muss getötet werden. Und wir suchen nach einem Mörder, der ihn töten könnte. Hasanov flieht. Mittlerweile hat er in Deutschland Asyl erhalten. Enttäuscht ist er, dass ausgerechnet deutsche Politiker das Aliyev-Regime unterstützen. Wir wollten ein Aserbaidschan wie Deutschland, aber die aserbaidschanische Regierung hat Deutschland wie Aserbaidschan gemacht. Das ist korrupt.
korrupte Politiker. Korrupte Politiker? Uns ist klar, nicht jeder, der mit Vertretern des aserbaidschanischen Regimes spricht, ist gleich korrupt. Doch es fallen Politiker auf, die eine besondere Nähe zu dem Land haben. Mark Hauptmann, der wegen der sogenannten Maskenaffäre zurückgetretene CDU-Politiker, ließ sich mehrfach eine Wahlkreiszeitung aus Aserbaidschan finanzieren. Etwa durch Werbetexte zu Shopping in Baku. Unsere Anfrage dazu ließ er unbeantwortet. Egon Jüttner, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Nach unseren Recherchen reiste auch er zur privaten Wahlbeobachtung nach Baku, auf Einladung von Eduard Lindner. Geld habe er aber nicht aus Aserbaidschan bekommen, teilt er uns mit. Nicolas Löbel. Vor Jahren wollte er eine CDU-Veranstaltung von einer aserbaidschanischen Lobbyorganisation sponsern lassen. Später reiste er mehrfach selbst nach Baku. Auf unsere Anfrage hat er nicht reagiert. Wir erfahren, im teuren Hotel Adlon hat er mit dem aserbaidschanischen Botschafter seinen Geburtstag gefeiert. Gibt es auch unter Abgeordneten in Berlin ein Aserbaidschan-Netzwerk? Wir stoßen auf einen bemerkenswerten Vorgang im Bundestag. 2019 stellen 4 Abgeordnete eine parlamentarische Anfrage. Es geht um den Konflikt in Bergkarabach. Das Gebiet ist seit Jahrzehnten zwischen Aserbaidschan und Armenien umkämpft. Der aserbaidschanische Autokrat Aliyev wirft den Nachbarn vor, Bergkarabach illegal zu besetzen. Die CDU-Abgeordneten Olaf Gutting, Eberhard Ginger und Nicolas Löbel wollen wissen, ob die Bundesregierung die Position Aserbaidschans teilt. Unter den Fragenden auch dabei der uns schon bekannte Axel E. Fischer. Merkwürdig, die 4 Anfragen haben alle den exakt gleichen Wortlaut. Wie ist das möglich? Gab es Absprachen? Unsere Recherchen zeigen erstmals, die Anregung zu den Anfragen kam direkt von hier, aus der aserbaidschanischen Botschaft. In einer E-Mail an einen Abgeordneten im September 2019 heißt es: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Angelegenheit verfolgen. Es gibt eine völkerrechtlich klare Position. Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan, aber es gibt eben auch internationale Verhandlungen dazu unter Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich haben diese Abgeordneten diese Verhandlungen im Grunde genommen unterminiert und haben Aserbaidschan ein Stück weit das Gefühl gegeben, dass wenn sie dort kriegerisch agieren, am Ende das international möglicherweise gedeckt wird. Tatsache ist, ein Jahr später, im Sommer 2020, eskaliert der Konflikt in Bergkarabach. Aserbaidschan erobert einen großen Teil des Gebietes. Es gibt viele Tote. Doch in Baku ist man stolz auf den gewonnenen Krieg. Als Symbol des Sieges hängen hier mitten in der Stadt Helme gefallener armenischer Soldaten. Besiegte Armenier werden mit hässlichen Fratzen dargestellt. Wohlgemerkt in einem Land, das Mitglied des Europarats ist und sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet hat. Der autoritäre Machthaber Aliyev scheint nun fester denn je im Sattel zu sitzen. Karabach ist aserbaidschanisch, steht auf diesem Schild, darunter der Name des Staatspräsidenten. Vor allem durch den Verkauf von Öl und Gas kann Aliyev nach wie vor seine Macht absichern. Bei unseren Recherchen vor den Toren der Hauptstadt Baku sehen wir Förderanlage neben Förderanlage. Die Luft stinkt nach Öl, der Boden scheint kilometerweit verseucht zu sein. Doch Öl und Gas aus Aserbaidschan sind in Europa begehrt. Seit Anfang des Jahres fließt über eine neue 3000 Kilometer lange Pipeline aserbaidschanisches Gas bis nach Italien. Von dort aus strömt es ins europäische Netz und damit auch nach Deutschland. Einer der führenden Köpfe des aserbaidschanischen Energiesektors ist er, der Deutschlandchef des mächtigen Energiekonzerns Soka. Zu seinen Netzwerken in Deutschland gehört das Deutsch-Aserbaidschanische Forum, kurz DAF. Ehrenvorsitzender ist hier der aserbaidschanische Honorarkonsul Otto Hauser. Der ehemalige Regierungssprecher von Helmut Kohl hat immer wieder öffentlichkeitswirksam das aserbaidschanische Regime gelobt. Beim DAF lange mit dabei war auch Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Auch er war schon oft in Aserbaidschan, gemeinsam mit den Lobbyisten Eduard Lindner und Otto Hauser.
Bei einer Reise 2019 sitzt der aserbaidschanische Honorarkonsul Hauser nicht etwa neben Staatspräsident Aliyev, sondern scheinbar wie selbstverständlich auf der Seite der deutschen Delegation. Seit an Seit mit Thomas Barreis. Es wird eigentlich deutlich, alleine an der Bildsprache des Fotos, dass das in einer Art von Kumpanei war, wo alle, die irgendwie daran beteiligt waren, sich ganz gut kannten und alle irgendwie was gemacht haben, um am Ende im Sinne von Aserbaidschans deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik sozusagen zu betreiben. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Thomas Barreis lässt uns über das Wirtschaftsministerium mitteilen, man habe auf den Ablauf des Treffens in Baku keinen Einfluss gehabt. Unsere Recherchen zeigen: ein Geflecht von deutschen Politikern, die sich für die Interessen Aserbaidschans eingesetzt haben. Einige zeigen eine merkwürdige Distanzlosigkeit. Andere agieren politisch im Sinne des Regimes. Wiederum andere sehen sich jetzt mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Auch weil sie sich haben bezahlen lassen. Zu all den Vorgängen haben wir Fragen an die aserbaidschanische Botschaft in Berlin geschickt. Doch Antworten haben wir nicht bekommen. Und die deutsche Politik? Die inzwischen verstorbene Karin Strenz bekam vom Bundestag eine Rüge. Ihr Mandat durfte sie allerdings bis zuletzt behalten. Genauso wie der Abgeordnete Axel E. Fischer. Nicolas Löbel und Marc Hauptmann haben zwar ihre Ämter verloren, aber nicht wegen der Aserbaidschan-Affäre, sondern wegen ihrer dubiosen Maskendeals. Anfang April. In Straßburg im Europarat ist Bundeskanzlerin Angela Merkel per Video zugeschaltet. Sie nimmt Stellung zu der Aserbaidschan-Affäre. Also wir haben uns dieser Sache sehr umfassend angenommen und man muss auch sagen, dass alle, die in diese Aserbaidschan-Angelegenheit verwickelt waren, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit sehr kritisch Diskussionen aushalten mussten. Ich glaube, dass sowohl die Transparenz des Europarates als auch unsere nationale Nachbereitung dazu geführt haben, dass in Zukunft so etwas verhindert werden kann. Überzeugende Worte einer Regierungschefin. Gerald Knaus, dessen erste Recherchen über die Korruption im Europarat zunächst kaum Gehör fanden, hat eine klare Forderung. Deutschland sollte sich dafür einsetzen, jetzt eine neue Untersuchung in Auftrag geben. Welche Rolle hat das Regime gespielt, Aserbaidschan, bei dieser Affäre? Und was ist wirklich bis jetzt in den Mitgliedstaaten passiert? Wenn Deutschland sich dafür einsetzen würde, dann wäre das ein Zeichen, dass man diesen Skandal wirklich ernst nimmt. Der Regimekritiker im Schweizer Exil, Emin Huseynov, ist von Deutschland enttäuscht. Während sich deutsche Politiker zu nützlichen Helfern des Aliyev-Regimes machen, gehen die Menschenrechtsverstöße in Aserbaidschan bis heute weiter. Sie haben uns unsere Zukunft gestohlen, unsere Hoffnungen für die Zukunft, und Deutschland hat nichts gemacht. Lobbyist Eduard Lindner, der Millionen Euro aus Aserbaidschan bekommen hat, kann daran bis heute nichts Schlimmes finden. Was wir da gemacht haben, das ist weder strafwürdig noch sonst irgendwo, sagen wir mal, anstößig. Das heißt, Sie sind damit sich im Reinen? Ja, sehr. Ja.